zuletzt bei The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Wir fanden zwar in der verwunschenen Bastion unsere Schwester, allerdings schnappte uns der Vogel, führte uns Ganondorf vor und schleuderte uns anschließend auf die hohe See. Dort wurden wir von einem sprechenden Boot, dem Roten Leuenkönig, gerettet, welcher uns helfen will, unsere Schwester wieder zu befreien. Er brachte uns in die Stadt Portemonnaie, wo wir nun ein Segel besorgen müssen, um mit dem Roten Leuenkönig in See stechen zu können. Hey Leute, was geht und willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Wir zocken jetzt Schiffe versenken bei dem Typen. Hallöchen. Für Kinder macht das 10 Rubine. Ja, bin am Start. Sei mir gegrüßt, meiner Flotte. Ich bin Admiral Aquabard. Wir sind einem Alarmzustand. Es wurden angreifende Seeungeheuer gesichtet. Alles sofort in Position und Gefechtsbereitschaft. Was? Na, wenn das so ist, alles klar. Es nähern sich 3 verschiedene Monster. Ein großes, ein mittelgroßes und ein kleines. Wenn wir nicht schnell zum Gegenangriff sind unsere Kinder in Gefahr. Du musst unter Zuhilfenahme des neuen Radars die versteckten Seeungeheuer aufspüren und besiegen. Allerdings stehen dir nur 24 Schuss zur Verfügung. Um die Monster zu besiegen, brauchst du 4 für das große, 3 für das mittelgroße und 2 Schuss für das kleine. Ja, du bewegst halt mit dem Joystick und auf A schießt du. Mögen wir siegreich sein! Ich habe alles verstanden. Ausgezeichnet, der bisherige Rekord liegt bei 20, um alle gegnerischen Monster zu besiegen. Ein wahrer Teufelskraft von einem Kapitän hat ihn aufgestellt. Okay, also Freunde. Das ist, glaube ich, ein reines Glücksspiel. Hey, ich habe getroffen. Ich habe nochmal getroffen. Wir haben das große Monster erledigt. So, ich mache einfach mal weiter. Ich gehe so ein bisschen nach System vor, ne, so in der Hoffnung, dass man hier jetzt irgendwo irgendwas erwischt. Ja, es läuft noch nicht so, Friends. Es läuft noch nicht so. Jetzt habe ich getroffen, ne? Sehr gut. Da sitzt ein Käfer auf mir drauf. Wir haben 2 Monster besiegt, aber das kleine finden wir jetzt leider nicht mehr. Ärgerliche Momente. Und das darf ich jetzt noch ein paar Mal zocken, ne? Bis ich alles hinbekomme. Ich habe zum Glück ein paar Rubine gesammelt. Ich beschleunige euch das Ganze mal. Oh, wir haben das kleine Monster erwischt. Das ist gut. Wir haben das große Monster erledigt. Jetzt sieht man nur noch das Dreiermonster. Und das war's leider. Leider haben wir das Dreiermonster nicht gefunden. Wieder verschissen. Auf geht's, Runde 3. Feuer frei. Okay, Friends. Wir haben schon mal die 2 Großen erledigt. Jetzt brauchen wir ein bisschen Glück. Wenn der Nächste nicht trifft, können wir den Rekord nicht knacken. So viel dazu. Ich hasse diesen Müll. Yo. Wir haben's gewonnen. Aber wir haben den Rekord nicht geknackt. Wir haben nicht 20 Schuss gebraucht. Wir haben alle 24 ausreizen müssen. Das war fantastisch. Dank dir konnte der Frieden in der Insel gewahrt werden. Ich glaube, die Kinder der Insel wollen sich auch überschwänglich bei dir bedanken. Und zwar wie? Yay, geil, du bist der Heftigste. Unsere Herzen, bla bla bla. Oh, wir kriegen ein Herzteil. Yo, hey, dankeschön. Aber ich habe den Rekord nicht geknackt. Was passiert, wenn ich den Rekord knacke? Ich zock mal weiter. Ich will es mit 19 Schuss oder weniger schaffen. Ich hab's wieder geschafft. Aber leider 22 Schuss diesmal gebraucht. Und was kriegen wir als Belohnung? Eine Schatzkarte. Okay. Öffnet sie im Kartenbildschirm, leuchtet der Ort auf, an dem der Schatz verborgen liegt. Oh, sehr interessant. Das werde ich mir irgendwann anders angucken, aber ich will den Rekord knacken. Aber eine Schatzkarte ist auch nicht schlecht. Okay, ich habe den Rekord. Also ich bin gleich mit dem Rekord. 20. Das war fantastisch. Oh, wir kriegen 50 Rubine, aber ich glaube, es gilt nicht als neuer Rekord. Aber immerhin haben wir 5 neue Versuche bekommen. Ich zock mal weiter. Ich will 19 schaffen. Das wird's. Splish. Kabim. Kabim. Kabim.
Das ist es! Ich glaube, mindestens 18, 19 Versuche habe ich jetzt gebraucht. Geil! Okay, die Kinder freuen sich übel. Oh ja, geil! Das ist ein Detail. Ich krieg nichts dafür, dass ich den Rekord geknackt habe. Oh doch. Holla, 14 ist ja ein neuer Rekord. Dann bekommst du ja noch was. Oh yes, noch eine Schatzkarte. Okay, cool. Keine Ahnung, was mir die Schatzkarten bringen. Werden wir schon nachher rausfinden, ne? Ich kann mir das mal eben angucken. Ich gehe auf Karte und dann sind da Schatzkarten, ne? Wir haben jetzt die Schatzkarten 7 und 23. Ja, ne? Also die Schätze befinden sich irgendwo vor See. Apropos Karte. Mehrere von euch haben ja geschrieben, Hübi, wenn du mit einem Pro-Controller zockst, dann können wir auch die Karte ziehen. Ja, das Problem ist, ich habe keinen Wii U Pro Controller. Das tut mir leid. Ihr müsst euch einfach darauf verlassen, dass ich euch an die richtige Stelle auf der Karte lotse. Zur Schule habt ihr mir auch noch was geschrieben. Da habt ihr mir nämlich geschrieben, Bro, nachdem du mit der Lehrerin geredet hast, musst du auch mit den Kids reden. Ach stimmt, die sind gar keine Kids. Die Kids sind ja draußen irgendwo. Ja, werde ich tun. Da soll sich wohl irgendwas ändern. Hey Jungs, was los? Hey du, suchst du nicht die Fotobox? Hey, in dieser Stadt geht nichts vor, dass wir ganzen kleinen Sträuche nicht wissen. Ach so, ja, das wissen wir schon. Okay, wohl nicht die Kids. Vielleicht die Kids draußen vor der Stadt? Kann ja auch sein. Aber mir wurde gesagt, nachdem du mit der Lehrerin geredet hast, red auf jeden Fall mit den Kindern. Ne? Wir haben ja noch die Instagram-Bitches vor der Stadt. Die sind ja auch noch da. Hey, Mädels, ich like auch alle eure Instagram-Pics. Was geht? Warum starrst du uns unentwegt an? Nur weil wir so wahnsinnig hübsch sind, mussten sie sich gleich anquasseln. Auch wenn du uns noch so viel Taschengeld zusteckst, heißt das doch lange nicht, dass wir dich an unserem Wissen teilhaben lassen werden. Auch nicht, wenn du uns, sagen wir mal, 2 Rubine gibst. Ich muss euch jetzt auch noch Geld geben? Ja, machen wir das halt. Ist es denn ernst? Können wir die wirklich haben? Das ist ja ein Rubin für jede von uns. Aber deswegen werden wir doch nicht lange keine Gerüchte verraten, die wir letztens aufgeschnappt haben. Wie zum Beispiel, dass wir im Stadtgefängnis einen ganz in grün gekleideten Mann gesehen haben. Mich? Das wird uns nicht über die Lippen kommen. Okay, Moment mal. Ist das Tingle? Ein ganz in grün gekleideter Mann, das ist doch Tingle. Oh, na ja, ich rette deine Tochter schon. Sei ruhig. So, ich habe Mitleid mit dir, aber quatsch mich nicht die ganze Zeit an. Und was geht denn eigentlich hier ab? Ist das ein Mann oder eine Frau? Das ist einfach ein Mann. What the fuck? Ist das Elvis? Tja, so war es wohl auch nicht. Was ich auch probiere, stimmt einfach nicht. Aha. Oh, wie unhöflich von mir. Ich war so vertieft in meinen Tanz, da habe ich dich ganz übersehen, mein Lieber. Ich bin Travolta. Teravolta. Tanzen ist mir wichtiger als 3 Mahlzeiten am Tag. Da setze ich klare Prioritäten. Und eines Tages werde ich ein Star sein. Aber genug geplaudert. 1, 2, 1, 2, 3. Weißt du, vor langer Zeit habe ich mal jemanden getroffen. Der konnte dich tatsächlich mit seinem magischen Tanz den Tag zur Nacht und die Nacht zum Tag machen. Ich kann mich noch genau daran erinnern, aber der Rhythmus ist mir irgendwie entfallen. Sag mir lieber, hast du nicht vielleicht Rhythmus im Blut? Nee, sorry, ich bin jetzt nicht so das Rhythmus-Genie. Kann ich irgendwie den Grabstein hier schieben? Nein. Okay, das geht ja doch in dem einen oder anderen Game immer wieder. Was ist das hier für eine Tür? Das ist irgendwie der Hintereingang zu irgendeiner Bude. Hallo? Hey, das ist der Knast! Und da ist wirklich Tingle. Hey, mein Freund. Was geht? Uiuiui, ein grünes Gewand wie mein ist dazu ein grüner Hut. Bist du etwa eine Fee? Hui, du hast bestimmt meine telepathische Botschaft empfangen und bist zu meiner Rettung geeilt, oder? Oder? Ich bin dumm. Du hast nichts zu sagen, Tingle. Weiß auch so Bescheid, Tingle weiß Bescheid. Mein Name ist Tingle. Mein größter Wunsch ist, eine Fee zu werden. Und ich war die ganze Zeit auf der Suche nach euch. Aber irgendwelche Leute haben mich, ich habe nicht aufgepasst, haben die mich geschnappt und hier in den Knast gesteckt. Naja, was soll's. Ich muss schnell zu deinem Volk, befreie mich hier. Mach ich. Deswegen bin ich auch irgendwo hier. Also ich wusste nicht, dass du hier bist, aber es war schon mein Plan, dich zu befreien, denn es hieß auch, du hast eine Fotobox geklaut, mein Freund. Es hieß, du hast eine Fotobox geklaut. Wie kriege ich dich hier raus? Da ist ein Knopf. Da ist ein Knopf, Freunde. Und damit haben wir den Dude befreit. Das war ja einfacher als gedacht. Na? Oh, geil. Danke, danke, danke dir. Das ist für dich. Das kommt vom Herzen. Ein Herzteil? Tingle, Tingle, Meer und Sand. Ein Item ist in meiner Hand.
ein Item. Oh nein, aber eine Flasche. Du hast die Tingelflasche bekommen. Schreibe Miiverse nach... Oh nein, das Miiverse ist tot. Toll. Ja, das Miiverse ist down. Dementsprechend ist das für uns nicht mehr relevant. Tingel, du hast versagt. Ich habe dich befreit aus dem Knast und du gibst mir was, was ich nicht mal mehr benutzen kann. Ups, ich habe doch gleich was Wichtiges vergessen. Du willst doch sicher zu meiner Insel kommen, oder? Ja, klar. Und wir bekommen auch die Karte, um ihn zu besuchen. Okay. Werde ich bei Gelegenheit mal machen. Ja. Du nervst mich jetzt. Ich habe echt keine Lust, dich jetzt vorzulesen. Digga! Hör auf zu reden! Oh, Ting ist ein Charakter. Das ist... So viele finden ihn witzig. No, ich kann nichts über das Miiverse versenden. Das Miiverse ist tot. Ihr habt's umgebracht. Nintendo, ihr habt's umgebracht. Das Miiverse, Tingle ist ein Charakter, den finden viele lustig, weil er so trollig ist. Ich finde ihn wirklich scheiße. Ich mag ihn wirklich gar nicht. I'm sorry. So, und jetzt gucke ich mich hier mal um, ob es hier irgendwo die Fotobox für mich gibt. Oh. Das sieht genau nach... Moment, den muss ich nach hinten ziehen, oder? Ja. Oh ja. Das sieht gut aus. Okay. Was geht hier ab? Oh, ist das jetzt eine Art Labyrinth? Oh, shit. Oh, shit. Wo führt mich das hier hin? Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich glaube, ich kriege hier gerade im Kreis. Jetzt geradeaus. Okay, wir sind in irgendeiner Art Höhlenlabyrinth gelandet. Und ich habe keine Ahnung, wo mich das hinführen soll. Hey, Geld. Oh, nehme ich gerne mit. So, nochmal geradeaus. All the way up. Rechts. Da vorne ist nochmal Geld. Da vorne war nochmal Geld. Ich habe es ganz genau gesehen. Oder soll ich hier abbiegen? Nein, ich vertraue nicht dem Geld. Ich biege ab. Und es war eine Falle. Ah! Du Sau. Du Sau. Oh, hallo, mein... Oh, lol. Okay, Leute. Neuer Versuch. Jetzt biege ich hier direkt am Anfang mal links ab. Gehen wir mal direkt eine komplett neue Route. Also, ne, relativ, ja, geradeaus in der Mitte war eine Maus, die uns gerade, ja, entsorgen wollte. Zum Glück nicht mit Beton an den Füßen, ne? Das wäre nicht so gut gewesen. Ich versuche mich jetzt mal weitestgehend links zu halten. Na, ich versuche mal nach links vorne zu kommen. Nein, ich habe genau gesehen. Man hat gesehen, dass da eine Falltür ist und ich... Okay, wir merken uns ganz links vorne, also ganz, ganz links vorne ist auch der Abgrund. Jetzt versuche ich mal so halb rechts vorne. Nicht ganz rechts, ich glaube nicht, dass ganz rechts was ist, aber so weit nach rechts und dann irgendwann nach oben, aber nicht ganz rechts. Vielleicht finden wir dann da was. Da ist eine Falle. Das sieht man. Da ist keine Falle. Mhm. Vorhin bin ich rechts, jetzt gehe ich hier links. Da war eine Maus, glaube ich. Ganz geradeaus ist eine Maus. Aber ich will hier vorher nochmal abbiegen. Oh, geht das nicht? Ich dachte, ich könnte da nochmal abbiegen. Okay, halb rechts vorne muss unsere Lösung sein. So, hier am Anfang rechts. Dann direkt links. Und dann jetzt immer schön weiter nach vorne. Immer weiter nach vorne. Dann aber wieder jetzt nach rechts und nicht nach links. Ja, wieder nach vorne. Genau, da kommt jetzt... Genau, hier ist die Falltür. Ja, ja. Ich erinnere mich wieder, wo ich bin. Und jetzt werde ich hier einen anderen Weg gehen. Und zwar werde ich jetzt hier direkt abbiegen. Richtig. Und jetzt gehe ich hier rechts. Links war nichts. Und jetzt folge ich dem Geld. Jetzt sind wir an der Stelle, wo ich vorhin gestorben bin. Hier folgen wir jetzt dem Cash. Das kann doch jetzt nur richtig sein, oder? Oh nein, hier ist der Weg wieder zurück. Das ist die Lösung. Hey! Wir sind angekommen. Optimal. Und hier ist für uns in der geheimnisvoll leuchtenden Truhe im Labyrinth hinter der Gefängniszelle die Fotobox. Das habe ich schon fast vermutet. Ja, und wie gesagt, ne? Nochmal Update Fotoquest. Ich habe es im letzten Part angesprochen. Es gibt eine Fotoquest, die man auch zu den 100% machen kann. Ich kann jetzt übrigens kein Foto machen, weil ich keinen Film für den Fotoapparat habe, glaube ich, oder? Wenn ich jetzt A drücke? Doch, kann ich.
Nein, ich will es nicht behalten, ne? Und davon, um diese Quest zu schaffen, ja, muss man jeden NPC und jeden Gegner fotografieren. Sagen wir es so, ich probiere es. Es gibt wohl Items und Gegner sowie Bossgegner, die man halt nur einmal fotografieren kann. Dementsprechend dürft ihr mir in Sachen Fotoquest gerne spoilern, wo ich unbedingt aufpassen muss, ein Foto zu machen. Ich werde versuchen, die Fotoquest zu machen, okay? Ich weiß, das ist zeitintensiv oder so, aber für euch sind es einfach nur ein paar Cuts. Wir haben die Macht des Schnitts, Friends. Und ich werde versuchen, sie durchzuziehen. Ich habe es mir doch als Ziel gesetzt, aber falls wir es nicht schaffen sollten, ne, ist das für mich kein Weltuntergang, wenn ihr versteht, was ich meine. So, hier im Portemonnaie ist es mir geglückt, die Fotobox zu klauen. Oh yeah. Dummerweise war ich unvorsichtig und wurde gleich geschnappt und deswegen war ich im Knast. Nun ja. Der schreibt, dass er den Tunnel gebuddelt hat. Nun habe ich vor, mir meine Fotobox wiederzuholen, sobald ich hier raus bin. Okay. Ja, Gebrauchsanweisung. Auf die Knöpfe legen. Durch A mache ich ein Foto. Ich kann zoomen mit dem Joystick. Und mit ZL kann ich die Bilder jederzeit anschauen. Aber ich kann nicht mehr als 12 Bilder gleichzeitig tragen. Okay, ich kann wohl irgendwo meine Bilder dann noch abgeben. Sehr interessant. Okay, ne? Wir werden es probieren. Schreibt mir auf jeden Fall zur Fotoquest gerne Tipps und so weiter in die Kommentare. Vielleicht ist das eine Quest, die wir als Community hier gemeinsam lösen können. Da bin ich sehr optimistisch. Jetzt würde ich aber sagen, schauen wir erst nächstes Mal im Fotoladen vorbei, ne? Der wird ja interessiert daran sein, dass wir seine Kamera haben. Und ich denke, wenn wir offen und ehrlich sagen, dass wir sie haben, dann dürfen wir sie auch behalten, ne? Schauen wir mal. Nanu, aber das ist ja eine ganz formidable Box, die du da hast. Na, ich konnte natürlich nicht ahnen, dass du auch ein Lichtbildliebhaber bist. Unter Lichtbildliebhabern gibt es keinen schlechten Menschen. Du bist in meinem Haus jederzeit willkommen, Freund. Und wenn du da bist, kannst du meiner Lichtbildgalerie einen Besuch abstatten. Du wirst restlos begeistert sein, glaub mir. Ja, klar, mache ich doch gerne. Checken wir mal seine Galerie ab. Naja. So besonders ist die jetzt auch nicht, ne? Alles herrliche Aufnahmen, nicht wahr? Aber du brauchst doch nicht so zu erschrecken, mein Freund. Gräme dich nicht. Es ist nun mal eine leidige Berufsangewohnheit, mich unbemerkt an meine Motive heranzuschleichen. Übrigens, die Lichtbilder hier habe ich alle in meinen Jugendjahren gemacht. Sie sind mein ganzer Stolz. Als ich nämlich noch jung war, bevor ich das große weite Meer immer mit einem Finger am Auslöser, damit mir auch kein sensationelles Motiv entgeht. Aber überzeuge dich ruhig selbst. Okay. Was ist das hier? Was ist auf dem Lichtbild wohl zu sehen? Eine Lebensform namens Schleim, jawohl. Da ihre heilsame Kräfte zugesprochen werden, wird sie unter Seemännern als wertvolles Proviant geschätzt. Besonders der blaue Schleim ist nur sehr, sehr schwer anzutreffen. Okay, blauer Schleim, selten. Das ist irgendeine Hütte, die interessiert mich jetzt nicht so. Der Turm auch nicht. Ich hoffe ja, ich finde das alles selber noch raus. Das ist Portemonnaie, glaube ich. Das ist die Brücke von von Präludien. Nicht Portemonnaie. Ist das das Geisterschiff? Vor langer Zeit soll mein Schiff gesunken sein. Und als ich so auf See war, da erschien es plötzlich aus dem Nichts. Es ist wahr. Ich habe es mit meinen eigenen Augen weit in der Ferne gesehen. Völlig durchscheinend und unheilvoll war es. Denn das Geisterschiff befährt es jetzt das Meer. Uiuiuiui, krass. Ne, ich habe ja Phantom Hourglass und Spirit Tracks für die Wii sehr intensiv gespielt. Und schau mal, da hinten sind dicke Truhen. Wie komme ich da hin? Über eine Tür. Na, ich habe Phantom Hourglass und Spirit Tracks sehr intensiv gespielt. Beide Spiele mindestens 2 bis 3 Mal durchgezockt. Ich bin ein sehr großer Fan der DS-Teile. Und hat nämlich einer in den Kommentaren gefragt. Und da im ersten Teil, also in Phantom Hourglass, spielt auch das Geisterschiff eine große Rolle. Ich will gar nicht so viel spoilern. Die beiden Spiele will ich auf jeden Fall auch noch Let's Playen. Die werden ja von vielen anderen Let's Playern voll runtergemacht. Aber ich liebe die Spiele einfach nur, muss ich wirklich zugeben. So, aber jetzt will ich mal gucken, ne? Ich muss irgendwie an diese Truhen von dem Fototypen rankommen. Wer bist du denn? Nein, ich will nicht, hau ab. Ich habe keine Lust, mit euch zu kommunizieren. Ich will wissen, wie ich bei diesem Fotoguy an seine Tür da rankomme. Ich will die Truhen haben. Das könnt ihr mir denn nicht erzählen. Was muss ich hier tun? Um an die beiden Truhen ranzukommen. Ich muss durch irgendeine geheime Tür gehen. Das habe ich noch gesehen. Schwierig. Da oben. Ne? Über diesen Balkon. Aber wie komme ich da hoch auf diesen Balkon? Ich muss irgendwie auf die Mauer. Es ist... Ich bin... Oh, hier? Oh, hier?
Ist hier was? Das... Ist das der normale Weg? Ja. Wow. Ich denke, ich habe über das Secret entdeckt. Aber das ist einfach der ganz normale Weg. Aber nein, da geht's noch weiter. Da geht's noch weiter. Ha! Ah! Ist das... Ich will an diese Truhen rankommen. Ich bin jetzt voll angefixt. So, ich springe jetzt einfach mal runter. Ja. Das soll ich hier sein? Jetzt bin ich hier oben. Oh, Leute. Ich habe eine Vermutung. Ich habe eine Vermutung, wie das klappen soll. Wir haben doch beim letzten Mal gelernt, dass wir dieses Windrad hier antreiben können. Ich habe das Gefühl, wir müssen das Windrad hier antreiben. Und dann können wir vom Windrad da auf diesen Balkon von ihm springen. Und damit kommen wir bestimmt zu den Truhen. Ich glaube, hier ist es erstmal Schluss für uns. Warum umkreist ihr mich immer, ihr scheiß kleinen Kinder? Bist du alleine? Hier so ganz alleine? Oh, bist du nicht einsam? Was machst du hier? Ach, gib mir nicht auf den Sack. Ganz ehrlich. Gehen wir mal zu dem Typen. Der wollte doch auch irgendwas von den Typen im Knast haben. Kann ich den fotografieren? Kann ich den jetzt eigentlich fotografieren? Ich will mir diese Fotoquest mal angucken, ne? Machen wir das mal. Zack. Ich will das Bild behalten, ja? So, aber... So, was bringt mir das jetzt? Ich habe den Typen fotografiert. Aber, na, ich kapiere diese Fotoquest noch nicht. Helft mir da mal. Aber ich rede jetzt mal mit dem. Es tut mir leid, aber hier ist der Zutritt verboten. Ah, toll. Er redet erst mit mir, wenn ich hinter dem Tresen stehe. Ja. Was, du hast den armen Kerl geholfen? Du musst ein Held oder sowas in der Art sein. Und als wahre Held wirst du mir meine nächste Bitte sicher nicht ausschlagen. Ich will dir meinen eigenen Laden eröffnen und bräuchte etwas Startkapital. Aber du würdest mir sehr helfen, wenn du mir das einzige abkaufst, was mir im Gesetz geblieben ist, das hier. An sowas haben die Leute hier überhaupt kein Interesse. Auf dieser Insel hat keiner Lust darauf, auf hoher See zu reisen. Bitte, bitte, kannst du mir noch diesen einen Gefallen tun? Oh, großer Held, der Spaß kostet läppische 200 Rubine. 80 Rubine. Ja, okay, 80 Rubine bin ich am Start. Easy. Wir haben 240. Wir sind... Ja. Rich. Und wir bekommen dafür... Das Segel. Oh, schick. Du hast einen guten Kauf getätigt, mein Freund. Glaub mir. Immerhin verdanke ich diesem Bootsegel mein Leben. Da gibt es keinen Zweifel. Hoffentlich wird es dir auch so viel wertvolle Dienste erweisen. Oh, da bin ich mir ganz sicher, mein Freund. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Okay, ne? Schicke Sache. Ich sehe gerade noch, dass hier eine Vase mit einem Fünfer ist. Schön. Wir haben das Segel. Das bedeutet, wir können jetzt zu unserem Freund, dem Roten Leuenkönig, gehen und ihm sagen, Bro, kann ich den eigentlich fotografieren? Zack. Ich fotografiere einfach mal alles, was ich jetzt sehe, okay? Reden wir mit ihm. Oh, du strahlst ja bis über beide Ohren. Hast du das Segel gefunden, ne? Sehr schön, dann will ich dir mal die Bootssteuerung beibringen. Nähere dich dem Boot von der Seite und drücke A, um an Bord zu gehen. Drücke A, um das erhaltene Segel auf dem Boot zu setzen. Das Boot wird vom Wind im Segel angetrieben. Ja, behalte deswegen immer die Windanzeige hinter dem Boot im Auge. Manövriere das Boot mit Hilfe von L so, dass es immer Rückenwind hat. Möchtest du das Segel einhüllen, drücke B. Probier es ruhig langsam aus. Auch wenn du eine langsamere Fahrt machen willst. Also, konntest du mir folgen? Ja. Klar, alles gemerkt. Na, du hast die Seekarte als Navigationshilfe und, okay, wir sollten nach Osten segeln, sagt er. Na, dann gehen wir an Bord, setzen Segel und düsen los. Und ich folge jetzt einfach mal dem Wind in diese Richtung. Und das ist sogar, ist das nach Osten? Ja, es ist nach Osten. Oh mein Gott, die Musik! Wunderschön. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Danke fürs Einschalten. Haut rein. Euer Hübi.